Leider haben wir jetzt keinen Trail Angel für heute Morgen gefunden, der uns nach Wrightwood fährt. Und deshalb versuchen wir jetzt zur Lone Pine Canyon Road zu kommen. Das ist gar nicht so einfach hier von der Cajon Junction, da hier nur Highways, Interstates, Gleise. Und jetzt versuchen wir irgendwie einen Weg zu finden, um auf so eine Dirt Road zu kommen, die zur Lone Pine Canyon Road, und die läuft nach Wrightwood. Und da hoffen wir dann, dass uns da jemand mitnimmt. Jetzt laufen wir gerade hier unter der Highway durch, querfeldein Richtung Bahngleise. Unter den ersten Gleisen kommen wir schon mal so durch. Okay, einmal Gleise geschafft. Also der PCT ist ab der Interstate hier halt immer noch gesperrt wegen dem Nob-Fire, was da in der Nähe des PCTs brennt. Das ist zwar zu 73% gelöscht, aber der ist irgendwie immer noch gesperrt und ist jetzt nicht absehbar, wann das öffnet. Deshalb laufen wir jetzt hier querfeldein durch so einen Wasserlauf zwischen Güterzuggleisen und Autobahn. Aber ist auch mal eine Erfahrung. Manchmal ist Thru-Hiken halt auch ein Roadwalk. Das gehört dazu. Man muss flexibel sein. Vor allem in diesem Jahr. Schnee, Feuer, Stürme, Lawinen. Aber Wetter ist heute ziemlich angenehm temperiert, muss man sagen. Perfekt für einen schönen Roadwalk. Welcome back to the snow, Freunde. Wir haben heute Morgen unser Tiny House Mini Cabin in Wrightwood verlassen und direkt dahinter startet der Acorn Trail, der hoch in die St. Gabriels zum PCT führt. Das sind jetzt 3 Kilometer. Wir haben gestern den Sturm dort ausgesessen und wie man sehen kann, hat er ordentlich neuen Schnee gebracht, weil hier war vorgestern kein Schnee mehr. Das ist alles Neuschnee. Und oben lag halt noch eine gute Menge Altschnee. Bedeutet, wir haben es jetzt gut mit Schnee zu tun die nächsten Tage. Wir haben es fast geschafft. Wir sind auf der Höhe angekommen. Da vorne irgendwo stoßen wir gleich auf den PCT. Und was ein Winter Wonderland. Was für eine geile Atmosphäre. Dafür war es auch ganz schön anstrengend jetzt, aber wir haben eine gute Pace gemacht und jetzt schon über 500
Höhenmeter oder 450, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber einige Höhenmeter gemacht. Aber jetzt wird es ein bisschen besser, glaube ich, und der PCT bleibt hier erstmal auf der Höhe. Wow, so cool hier oben. Das Jahr ist definitiv eine Challenge, aber man wird auch dafür belohnt. Nur weiß und grau um uns herum. Und da bin ich jetzt echt happy über die Schneebrille hier. Mit einer normalen Sonnenbrille ist man da ein bisschen blind. Und durch die Tönung der Schneebrille ist jetzt gerade, als hätte jemand das Licht wieder angeschaltet. Ist aber auch jetzt eine Suppe hier. Man kann gerade dabei zugucken, wie es hier taut. Die Temperaturen gehen jetzt jeden Tag ein Stück nach oben. Nächste Woche ist das hier alles weg. Dann wird es wieder richtig warm. Aber dann sind wir hier lange durch. Und unten in der Wüste. Dann ist nicht der Schnee wieder die Challenge, sondern die Hitze. Wir sind jetzt so ein bisschen im Abstieg zum Angels Crest Highway. Da geht der PCT über diesen Highway, der ja immer noch gesperrt ist. Und da ist ein Parkplatz. Da gucken wir mal, ob wir da irgendwo schneefrei in der Nähe vielleicht das Zelt aufgestellt kriegen. Weil hier wird der Schnee schon deutlich weniger. Und ja, ist alles von dem vergangenen Sturm. Ansonsten wäre der Tag heute weitestgehend schneefrei gewesen. Aber trotzdem haben wir den Tag sehr genossen. Hatte eine tolle Atmosphäre mit dem Nebel und den Bäumen, die da so stark gefroren waren noch von dem Sturm und dem Schnee. Die sind jetzt innerhalb der letzten 2 Stunden regelrecht im Zeitraffer aufgetaut. Das ist schon wie ein Schalter umgelegt. Auf Abtauen ist das hier, konnte man echt zugucken, wie die Bäume von weiß wieder auf grün geswitcht wurden. Und eigentlich hatten wir ja gedacht, dass wir vielleicht Baden-Powell nicht machen können. Mount Baden-Powell, aber so wie sich das jetzt im Moment hier läuft, sind wir geneigt, das vielleicht doch morgen früh, wenn es noch gefroren ist, zu versuchen, den zu machen. Das müssen wir mal schauen und ja, bleibt spannend, was die St. Gabriels uns noch so zu bieten haben, aber traumhaft schön hier. Echt super kalt und es wird schon so leicht klamm im Zelt und der Schlafsack zieht schon so ein bisschen an durch den Nebel, der hier draußen über die Berge zieht. Und ich habe aber einen guten Tipp bekommen über meinen YouTube-Kanal für die feuchten Nächte im Zelt, die Regenjacke unten über den Schlafsack zu ziehen, und somit hoffe ich, kann ich heute Nacht wenigstens kalte Füße vermeiden. Aber jetzt muss ich mich einpacken, weil Temperatur fällt gerade ganz.
ganz enorm. Gute Nacht. Morgen um 3:30 hat im tiefgefrorenen Zelt da unten auf dem Parkplatz der Wecker geklingelt. Haben wir alles zusammengeräumt, die Füße in Plastiktüten eingepackt und in die tiefgefrorenen nassen Schuhe gesteckt. Und kurz vor 5 haben wir den Aufstieg hier zum Gipfel des Mount Baden-Powell begonnen. Jetzt sind wir schon auf über 2.500. Und hoffen, dass wir den Gipfel dann bald erreichen können. War schon ganz schön tricky heute Morgen. Aber noch ist der Schnee schön fest. Geht sich jetzt auch ganz gut. Das steilste Stück haben wir, glaube ich, geschafft. Und dann hoffen wir, dass wir ein bisschen runterlaufen können, bevor das alles zu weich wird. Was eine Challenge. Aber der Gipfel, der gehört noch uns heute. Kalter Polarwind hier oben. Gipfel. Hat erkämpft, Leute. Mann, oh Mann. Das ist eine Expedition hier. Nichts wandern. Aber hier. Schönen Blick. Da unten geht schon die Vorhorde von L.A. los. Da unten liegt das Los Angeles weg. Wir gucken, dass wir jetzt von hier runterkommen. Bevor das zu slippery wird hier. Wow. In dem Gelände heißt es jetzt wieder gut navigieren und gucken, wo es geht, eigene Wege finden, wenig Spuren, stellenweise super tiefer Schnee, dann wieder ein bisschen Altschnee, auf dem es gut läuft, ja, wie man sehen kann, der PCT ist hier definitiv unter weniger Schnee begraben, also einen Trail gibt es hier nicht. Und Baden-Powell da hinten ist auch halt nur die halbe Miete hier. Dann muss man hier über diesen Grat komplett über diese ganzen Hügel drüber, immer wieder hoch, runter und das alles in teils knietief einsinkendem, einbrechendem Schnee. Puh, harter Tag. Noch 6 Kilometer bis zum nächsten Camp. Brauchen wir mindestens 5 Stunden für, wenn nicht 6, wenn das so weitergeht. Heftig.
Wir haben den Little Jimmy Campground hier erreicht. Der hat eigentlich auch ein Klohäuschen. Das ist da. Bräuchte man eine Schaufel, um reinzukommen. Und es ist hier alles so mit Tiefschnee und so weich. Hier kann man auch nirgends wirklich gut zelten. Deshalb gehen wir jetzt hinten zum Angels Crest Highway runter und gucken, ob wir da irgendwo einen Zeltspot finden. Weil hier ist fast nicht mehr gehbar. Also es ist jetzt so weit geschmolzen. Man rutscht nur noch rum, sobald es ein bisschen irgendwie berghoch geht oder so ein bisschen abschüssig ist. Das ist nicht mehr machbar, saugefährlich. Also. Und irgendwann geht einem auch die Power aus, jetzt nach 10 Stunden. Wir laufen jetzt auf dem parallel verlaufenden Highway. Auch wenn man das nicht wirklich als Highway zurzeit hier erkennen kann. Tag 3 in den St. Gabriel Mountains und heute ist es mal Zeit für einen Roadwalk. Gestern haben wir ja Mount Baden-Powell erobert, sag ich mal, und das war dann schon crazy. Also nicht mal 24 Stunden nach einem Sturm mit über einem halben Meter Neuschnee oben auf dem Gipfel darüber zu laufen. Das war crazy. Sind mega stolz, dass wir es gemacht haben. Da komplett dem PCT gefolgt bis zum Little Jimmy's Camp und da ging es dann nicht mehr. Dann sind wir die letzten 3-4 Kilometer auch hier schon auf dem Angels Crest Highway gelaufen und den nutzen wir auch heute für gute 23 Kilometer, um dann auf den Three Points wieder auf den PCT zu gehen, der hier parallel halt über die Gipfel geht. Aber da liegt einfach zu viel Neuschnee auf dem Eis, das der Altschnee gebildet hat, und es wird jetzt so warm. Es war gestern Mittag schon so grenzwertig, da abzusteigen, dass wir teilweise hüfttief eingesunken sind und teilweise 1-2 Meter unkontrolliert gerutscht sind, mehrmals hingefallen sind. Zum Glück nichts passiert, aber da haben wir gesagt, das ist jetzt wirklich zu gefährlich. Es war gestern gerade noch so ein Slot, wo man Baden-Powell machen konnte. Jetzt machen wir hier den Roadwalk und sind mal ganz happy, dass die Füße jetzt mal ein bisschen trocknen können. Und man mal nicht hier nur Postholing durch Tiefschnee machen muss. Ja, vielleicht machen wir mal ein Special-Vlog demnächst über PCT 2023. Das ist wirklich ein extremes Jahr. Jetzt hätte man hier normalerweise nur noch wenig Schnee und nur noch auf den Gipfeln Altschneereste. Und wir haben hier nochmal eine volle Packung gekriegt. Also das ist wirklich, das Wetter hört hier nicht auf, crazy zu sein. Aber so wie wir jetzt geplant haben, können wir die St. Gabriel Mountains gut abschließen und dann kommen wir in 3 Tagen in Acton an und dann warten 500 Kilometer Wüste auf uns. Aber jetzt genießen wir heute erstmal den schönen Roadwalk hier. Let's hike on!
3 Stunden sind wir jetzt über den Angels Crest Highway gelaufen und jetzt sind wir wieder auf dem PCT, sogar ein bisschen früher als wir ursprünglich geplant hatten, weil hier ist jetzt mal Gott sei Dank alles schneefrei und dann können wir jetzt weiter dem Trail folgen. Back on the PCT, let's hike on! Laufen, essen, schlafen und das Ganze wieder von vorn. So sieht das Leben hier auf dem PCT aus. Aber heute mal wieder ein traumhafter Morgen. Der Trail ist toll. Die nächsten 30 Kilometer warten auf uns und dann haben wir morgen Mittag die St. Gabriels geschafft. Let's hike on! Letzter Abschnitt des Tages, noch knapp 7 Kilometer bis zum anvisierten Campspot. Haben jetzt wieder 3 Liter Wasser aufgenommen und bis zu dem Campspot geht's fast nur bergauf, so wie gestern. Aber dann geht's morgen Richtung Acton nur noch bergrunter und dann haben wir wieder eine Sektion geschafft. Let's do it. Oh. 30 Kilometer glatt heute, Campground erreicht und einen super nice Spot hier gesichert schon mal. Typisch deutsch, direkt markiert. Und die Area hier ist wirklich super schön hier unter den Bäumen. Es gibt 2 Pit Toilets, also Plumpsklos. Und da gibt es auch Bärboxen, wo man sein Essen über Nacht einschließen kann, weil hier Bären aktiv sind in dieser Area. Dann fühlt man sich mit dem Essen im Zelt nicht so ganz wohl. Das kann man da einschließen. Ja, und unser eigener Picknicktable. Mega top. Die finalen 10 Kilometer der St. Gabriel Mountains laufen, also wir laufen die. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Trailhead an der Canyon Road, wo ich gestern schon mit einem Trail Angel geschrieben habe, der uns da dann hoffentlich gegen Mittag abholt und nach Acton fährt. Und damit haben wir die letzte Bergkette von Südkalifornien erstmal abgeschlossen und haben uns vom Schnee hoffentlich freigelaufen, wobei man sich da dieses Jahr nie zu sicher sein sollte. Aber es sieht gut aus, dass jetzt so knapp 400 Kilometer erstmal schneefreie Wüste vor uns liegen. Da wird eher Wasser und Hitze dann die nächsten Tage das Thema sein. Ja, Resupply und Zero Days und so sind jetzt ein bisschen schwieriger im Moment. Also so Motels
oder Hotels, die nahe des Trails sind und bezahlbar sind, die gibt es hier jetzt nicht. Deshalb laufen wir heute eher so ein Diner an, das 49ers in Acton. Und die machen so ein bisschen PCT-Support. Man darf bei denen wohl kostenfrei zelten, seine Sachen aufladen. Und das müssen wir unbedingt. Die Akkus sind leer, sowohl unsere als auch die von unseren Geräten. Und haben so ein paar Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel Gas, das brauchen wir auch. Und in der Nähe ist ein Supermarkt. Ja, vorher, wenn wir jetzt hier unten sind, gibt es auch noch mal so ein kleines Camp. Da kann man wohl für $7 duschen. Das werden wir nutzen, nach Acton fahren, da zelten, kleinen Resupply machen, hoffentlich einen guten Burger diesmal essen. Und dann geht es morgen früh wieder auf den Trail Richtung Aqua Dulce. Da kann man dann auch noch mal ein paar Sachen nachkaufen. Also es gibt immer mal wieder was. Hätten gerne einen Zero gemacht, weil diese Berge, vor allem Baden-Powell, stecken uns doch gut in den Knochen. Aber ein Nero Day reicht dann auch. Ja, das soll es mal für diesen Vlog gewesen sein. Und mal gucken, wann ich Zeit finde, den zusammenzubasteln. Auch nicht so einfach mit meiner beschränkten Akkukapazität. Aber ich tue mein Bestes, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, kommentieren. Nicht vergessen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so wissen wollt, irgendwelche Infos oder so über den Trail, falls ihr den selbst noch plant, nächstes, übernächstes Jahr oder irgendwann, was euch interessiert. Gehe ich gerne mal drauf ein und dann machen wir demnächst vielleicht auch mal ein Special, wo wir ein bisschen über dieses Jahr reden, unsere Ausrüstung anschauen und noch so andere Themen, die mir noch einfallen oder die ihr mir noch vorschlagt. Das kommt dann alles demnächst, wenn wir auch wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Und bis dahin sage ich ciao, danke für euer Interesse. Ich hänge euch noch ein bisschen was hinten dran, was wir jetzt in Acton gemacht haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog in der Wüste wieder. Ziel erreicht, 5 Tage St. Gabriels von Brightwood bis hierhin. Ja. Haben keiner gekostet, aber wir haben es gepackt. Well done. I think I'll throw $1 if they were $20. I've never seen this Brightwood like